Moin, hallöle zusammen. Ja, hier mal mein neues Spielzeug, sag ich mal. Core Space, und zwar die Starterbox. Und die wollen wir jetzt mal zusammen aufmachen. Wenn ich sie irgendwo aufkriege. Ich bedanke mich bei Kutami, Miniarts und beim Taschengelddieb für die Unterstützung meines Kanals. Und jetzt viel Spaß beim Video. In dem Spiel geht es darum, dass man eine Crew spielt. Für 1 bis 6 Spieler im Spiel tatsächlich. Und jeder spielt halt eine Crew. Es gibt insgesamt 6 Stück vorgefertigte, aber man kann auch eigene erschaffen. Was ich sehr, sehr cool finde. Und ich glaube, es hat so ein bisschen was von Zombicide. Nur halt im Weltraum. Und man muss halt Ausrüstung etc. finden. So, das hier ist die Spielmatte tatsächlich. Das ist eine Matte. Ja. Wie ihr seht, sehr schön, sehr groß. Sehr fein. Ist sie überdoppelt? Ne, doppelt ist sie nicht. Ich werde sie jetzt auch nicht auspacken. Sie ist halt sehr, sehr wertig. Kann ich euch so schon sagen. Ich habe sie nämlich schon einmal mir angeguckt. Ja gut, dann hier die üblichen... hier geht es nicht weiter. So. Die üblichen Sachen. Das hier ist hinterher für die Purge. Okay, hier sind leere. Wofür die sind, weiß ich noch nicht. Schauen wir später. Ja, einmal das Regelbuch. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Schön bebildert, schön erklärt. No. Ja. Motto des Spiels ist Salvage, Trade, Adapt and Survive. In dem Spiel geht es halt darum, ihr seid eine Crew, eine Weltraumcrew, und ihr müsst quasi immer, also was heißt immer, ne? Ihr müsst bei den Missionen, müsst ihr Dinge klauen, ihr geht auf verlassene Raumstationen, Planeten etc. Und sehr schön bebildert halt, wie gesagt, und müsst dann Sachen finden, ne? Also für euer Raumschiff hier. Medipacks, Datapads, Heckkram, Shieldbelt, solche Sachen könnt ihr finden, also für eure Crew. Dann gibt es hier sind die Missionen, das ist so ein bisschen Hero Quest Style. Da kann man halt auch eigene machen. Starting Level 4, das ist hier relaxed. Und dann geht es halt weiter hoch. Bis guarded. Und dann umso mehr von den Purge. Das ist eine halb biologische oder halb fühlende Rasse, genau. Ja, hier sind die 4 Crews, die es gibt. Die Cygnus Crew, die Poseidon Crew, die Skylla Crew, die Yamato Crew. Und im Spiel selber sind noch die Black Maria und den anderen Namen habe ich vergessen. Hier ist die Black Maria, immer schön geschrieben, ne? Hier ist die Black Maria und genau die Iron Hope Jungs, die gibt es auch noch. Ne? Es gibt Menschen und verbesserte Menschen und 2, 3 außerirdische Rassen. Ja, so, was leider hier nicht drin ist, dafür müsst ihr euch ein extra Buch holen, und zwar die Deluxe Edition der Regeln. Hier ist leider nicht drin, wie man sich selber Charaktere macht. Das ist leider so. Das Buch hier hat auch nur 105 Seiten. Das Deluxe Buch hat, ich glaube, 150 Seiten. Und da wird dann auch nochmal erklärt, wie ihr eigene Crews macht. Und umso öfter ihr Aufträge macht, man sieht es auch, desto weiter können diejenigen leveln. Actions, Health, Carrier, Skill und so. Und die können leveln, die behalten auch ihre Ausrüstung. Also sprich, wenn ihr irgendwie eine Waffe findet, dann könnt ihr hier die Waffe hin tun. Und ja, und das hier sind die Purge-Jungs, diese Roboter. Hat, wie gesagt, so ein bisschen was vom Zombicide. Und jetzt muss ich hier aber mal schauen. Mich irritiert so ein bisschen, dass diese
Dingens, die hier eigentlich reinkommen, weiß sind. Das irritiert mich gerade ein wenig sehr. Deswegen schauen wir mal kurz hier rein. Hier haben wir nämlich, haben die auch sehr schön gemacht. Hier ist eine Leiste, da kommt eigentlich hin Level 1, 2, 3, 4 und dann hoch. Und dann könnt ihr hier Pins reinmachen, damit ihr wisst, wo ihr steht. Das hier ist für die Helden, soviel ich weiß. Und dann gibt es verschiedene Pins, die passen da rein. Dann wisst ihr, wo ihr steht. Ihr seht, es gibt 2, 4, 6, 7, 8 von diesen Heldenkarten. Da ihr ja mit 2 anfangt, mit 2 Crews, A4 Leuten. Ich glaube, mehr als 4 dürfen die Crews auch gar nicht haben. Dann gibt es hier wunderschöne eigene Würfel. Ne? So. Ein Beutel, den finde ich auch sehr, sehr cool. Da zeige ich euch auch nachher, wofür sie den genommen haben. Finde ich eigentlich eine schöne Idee, damit nicht immer alles rumfliegt. Und natürlich hier Eventkarten. Ja, da steht dann sowas drauf. Relaxed, guarded, search place one harvester at the nearest entry point, a trader. Ja, das sind halt, Harvester sind halt die Roboter. Das sind Steckelemente einfach nur für die Pappwände. Das ist einfach, damit man weiß, wer hier ist. Weil es gibt auch Zivilisten, die da rumrennen. Da muss man dann immer ein bisschen, glaube ich, aufpassen, dass man die nicht unbedingt erschießt. So. Dann bauen wir das hier nämlich eben wieder zusammen. Aber wie gesagt, mich irritiert gerade, dass diese 4 spaßigen Dinger alle so leer waren. Ich hoffe jetzt, dass hier noch was drin ist. Ah, ja, da unten ist es doch. Das hier werden die Miniaturen sein, die gucken wir uns gleich an. Und ja, Gott sei Dank, da ist es. Hier ist das Spirit, seht ihr, da ist die Reihenfolge. Charged. Da sind die Zivilisten. Ein paar von denen. Ja, also ihr seht, hier ist schon eine Menge Pappkram dabei. Sieht auch sehr fest aus, sehr ordentlich. Das sind die Mauern, wovon ich erzählt habe, dass man die machen kann. Dies sind die Charakterbögen. So viel ich weiß. Ich bin gerade dabei, die Regeln zu lesen. Ich gebe es zu. Dies sind die Charakterbögen. Nee, Quatsch, das sind die Raumschiffbögen. Genau, und das sind für die Raumschiffe. Und ja. Aber wie gesagt, das werde ich jetzt hier erstmal nicht auspacken. Ich denke mal, man sieht, dass das sehr vernünftig verarbeitet ist. Es fühlt sich alles sehr wertig an, sehr gut eigentlich, meiner Meinung nach. Ich bin da aber auch pflegeleicht, was sowas immer angeht. So, jetzt schauen wir mal kurz hier rein. Core Space. So, und da haben wir sie. Die Miniaturen. Sehr, sehr cool. Das sind die Crews. So wie es aussieht. Genau. Das sind die Crews, die 4. Eine Crew. Hier ist die 2. Crew. Das ist die Iron Hope Crew. Hier oben. Und das sind die von der Black Maria. Sehr starkes, festes Plastik. Ja, wie üblich natürlich ein paar Gräten. Gräten. Aber ich sag mal, das ist jetzt das kleinste Problem, finde ich, bei solchen Spielen. Ja, und dann habt ihr hier ein paar von diesen tollen, dünnen Roboterfreunden, die halt nach und nach auftauchen, um die Menschen wegzuhalten. Und 3 Zivilisten haben wir auch dabei. Und hier kann man später dann den Kleinkram reintun und das Ganze wieder in diese wunderbare Box tun. Und damit sage ich, super, so gefällt mir das. Muss das sein. Hoppala. Muss ich das erstmal wieder alles zusammenbauen. Ja, das Schöne ist, dieses Spiel funktioniert mit, also ab einer Person. Man kann es alleine gegen die KI, sag ich mal, oder gegen das Spiel spielen. Man kann aber auch zu zweit spielen. Das heißt, man hat 2 Crews, die zusammen auf dieser Raumstation sind.
Und ich sag mal, am Anfang kann man sich natürlich bekämpfen. Oder man kann sich generell bekämpfen. Ja, man muss nicht. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu sehr gewackelt. Man muss nicht miteinander arbeiten. Man kann, man muss aber nicht. Ja, hat so ein bisschen Firefly-Feeling, finde ich. Und ja, ist eine sehr schöne Box. Kriegt ihr auch bei meinem Partner bei Kutami. Ich meine für knapp 80 Euro. Und dann könnt ihr alleine oder zu zweit schon anfangen zu spielen. Wenn ihr eine eigene Crew machen möchtet für Core Space, dann müsst ihr euch tatsächlich das Deluxe-Buch holen. Das kostet nochmal 40 Euro. Ist es aber voll wert, habe ich getan. Da drin ist halt eigentlich extra, dass einmal die Entwicklung des Spiels ist ein bisschen dokumentiert, finde ich ganz cool. Und als Zusatzregeln halt noch, baut euch eine eigene Crew mit eigenen Miniaturen. Weil es gibt tatsächlich nur 6 vorgefertigte Crews und bisher 5 Zusätze. Das Spiel wurde 2024 als Spiel des Jahres ausgezeichnet, was ich schon mal sehr, sehr geil finde. Und ja, ich bin ein Fan von Firefly, von Expanse, von diesen ganzen Serien und Filme. Andromeda zum Beispiel auch. Black Matter. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, und dementsprechend, dieses Spiel ist der Hammer. Und, wie ich schon sagte, man kann es alleine spielen. Das heißt, dass ich in 1-2 Wochen, wenn ich die Regeln verstanden habe, auch mal ein Probespiel mache gegen mich selber oder gegen das System oder ich weiß es nicht. Muss ich ja erstmal lesen, wie es funktioniert, aber ich werde es machen und dann werden wir sicher auch mal ein Video machen, wie ich meine eigene Crew mache. Ich warte jetzt tatsächlich noch auf 2 Boxen zu diesem Spiel, allerdings keine Zusätze, sondern einfach nur für die, dass ich nochmal die Roboter, habe ich mir nochmal 2-mal nachbestellt, die hier drin sind. Die gibt es für 25 Euro, eine Crew kostet auch knapp 25 Euro. Und die Zusätze immer so um die 50. Und da habe ich mir halt die Crew nachbestellt, die Purge-Jungs, da habe ich mir ein paar nachbestellt, weil wir ja hier auch mittlerweile eine Gruppe sind, die spielen. Und ich drucke gerade schon Modelle aus für eine andere Crew, die ich basteln will oder bauen will. Und ja, dann werde ich mich melden, wenn ich soweit alles habe und wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende, malt und spielt schön. Und dann sehen wir uns Montag gerne im Twitch-Stream um 19 Uhr. Und ansonsten nächsten Freitag, wenn das neue Video kommt. Ich wünsche euch was. Bye, bye.